Hallo Leute, herzlich willkommen bei Erste Arbeits. Wie im letzten Clip erwähnt, möchte ich euch heute noch mal zeigen, wie man einen gut arbeitenden Spotmix anrührt. Und dazu habe ich hier so ein paar Kleinigkeiten vorbereitet. Und die werden wir anschließend mit der Futterrakete rausschießen. Da gebe ich noch mal ein paar Hinweise, wie man das am besten macht, um immer wieder auf denselben Punkt zu kommen. Und dann sehen wir weiter, was hier passiert. Ja, das ist jetzt eine handelsübliche Futterrakete. Natürlich gibt es die Spomb oder demnächst auch die neuen Futterraketen von der Firma Fox. Die sind natürlich viel besser, da die ihren kompletten Körper öffnen, wenn die auf der Wasseroberfläche aufkommen. Aber dadurch, dass ich jetzt keine Spotrute habe, sondern einfach nur meine 3-Lips-Karpfenrute, ist die doch ein bisschen besser, weil ich die mit der 3-Lips-Rute doch noch geworfen bekomme. Die Spomb ist in der Regel relativ schwer und bekomme ich nachher nicht mehr rausgeworfen mit der feinen Rute. So, als erstes werden wir uns hier ein paar kleine Boilies, 20 mm Banana Dope Boilies, die wir in der letzten Ausgabe in der Produktion vorgestellt haben. Die zeige ich euch jetzt hier mal. Da halbieren wir uns ein paar, beziehungsweise bearbeiten die mit dem Crusher. Crusher ist an und für sich zu jeder Jahreszeit ein gutes Hilfsmittel. Einmal zusammenstecken, drehen und ich habe grobe Partikel drin, damit das Futter auch relativ schnell im Wasser seine Inhaltsstoffe freigibt. Beim Crushen ist weniger mehr. Je mehr Boilies ich drin habe, desto schwieriger lässt es sich natürlich drehen. Ich habe jetzt den kleinsten Crusher hier, weil ich kleine Hände habe, der an und für sich für Partikel und sowas geeignet ist. Für mich ist er optimal für Boilies geeignet. So, die ganze Sache haben wir. Es kommen noch ein paar halbierte Boilies dazu, da ich die nachher mit dem Wurfrohr nicht rausbekomme. Halbiere ich mir ein paar. So, hinzu kommt, dass wir hier natürlich Mais, Weizen und Tigernüsse auch ebenfalls schwierig mit dem Wurfrohr rausbekommen. Deswegen eben die Futterrakete. Also kommt hier ein großer Anteil von meinem Partikelmix hinzu. Was natürlich auch schnell arbeitet, sind unterschiedliche Körnungen von Pellets, die wir ja schon in dem Grundfutter-Video erwähnt haben, kommen ebenfalls hier in den Spotmix mit rein. Damit ich immer einen schönen Ölfilm habe auf der Wasseroberfläche bzw. sich das Futter gut verbreitet, habe ich hier Lachsöl. Gerade in den warmen Monaten, das heißt, wenn das Wasser so um die 15 Grad hat aufwärts, kann man Lachsöl einsetzen. Hat den Vorteil, dass ich hier einen riesengroßen Ölteppich auf der Wasseroberfläche habe, das Futter unten arbeitet. So, fertig ist unser Spotmix. Wer natürlich möchte, dass er noch ein paar mehr Boilies, mehr grobe Strukturen da drin hat, kann jetzt natürlich noch mehr Boilies mit reinbringen und mehr crushen oder halbieren, wie auch immer. Aber dadurch, dass ich nachher noch ein paar ganze Boilies mit dem Wurfrohr hinterher sticke, reicht mir dieser Anteil jetzt. Zum Befüllen der Futterrakete ist eigentlich nicht viel zu sagen. Das heißt, ich gehe jetzt hier in meinen Spotmix rein, mache dieses zerkleinerte Gelumpe hier mit zu und dann starten wir den ersten Wurf. Wenn ich auf meinen Punkt gekommen bin, klicke ich die Schnur unten im Schnurclip ein, sodass ich immer wieder auf denselben Punkt komme.
kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich habe jetzt hier meinen Köder noch einen Bananendip reingetaucht. Die flacke ich jetzt raus auf den Spot und mal schauen, was passiert. Man sieht, ist ja wunderbar fluoreszierend. Wird jetzt die ganzen Geschmacksstoffe nochmal freigeben. Das kann dort knallen. Ja, nun haben wir noch ganze Kugeln hinterher. Ganz wichtig beim Arbeiten mit dem Wurfrohr, das Wurfrohr muss nass sein, ansonsten kann es natürlich passieren, dass die Boilies zerspringen in der Luft. Das heißt, tunke die mal kurz ein oder mache zumindest die Spitze nass, wenn ich auf großen Distanzen muss, und dann geht die ganze Aktion los. Keine 10 Minuten draußen, die ganze Sache hier, und schon geht das los. Wie man sieht, der Wind ist extrem. Wir werden hier auch gut nass heute. Die Uferroute reingeworfen und die andere Route auf Distanz geht ab. So muss das sein. Also den Bananenboili, den scheinen die Fische hier am See zu lieben. Die Route hat jetzt so früh das letzte Mal um 10 im Biss gebracht. Danach haben wir sie gleich wieder neu abgelegt. Eine Handvoll Bananenboilies drüber. Tagsüber ist jetzt so ein Wind aufgekommen, dass die Fische hier normalerweise Kopf stehen müssen. Und hatten auch schon eine Route jetzt am Ufer gehabt, die abgelaufen ist. Problem an der ganzen Sache ist hier, dass die Fische sehr schnell im Holz drin hängen. Angeln hier ungefähr auf 300 Meter Distanz. Einen ziemlich schlechten Winkel zu den Spots. Aber bisher ist alles gut gegangen. Fische kriegt man raus. Eck sitzen die drinne. Man muss mal leicht ein bisschen Druck machen. Dann sind sie meistens frei. Wie man sieht, was hier hochkommt, sind einfach alles abgestorbene Binsen. Von daher ist es zwar ein Hindernisangelei, aber die Fische kriegt man in der Regel raus hier. Obwohl die Fische teilweise nicht immer so riesengroß sind hier an dem See, machen die ordentlich Ballett an der Route und geben echt alles. Jawohl! Der ist im Sack. Krieg ihn kaum raus. Something inside you is hard to explain.